Ja, hallo alle miteinander. Neue Woche, neues Glück, würde ich mal sagen. Wir sind ja immer noch unten in der Mine. Ja, auf der Suche nach den Diamanten. Und aber heute geht's erstmal weiter hier mit fröhlich Spinnen weghauen. So, kurz hier eine Treppe rein, genau. Und hier machen wir mal zu. Das ganze Ding stört nämlich so ein klein wenig. Es macht uns zu langsam, als dass wir schnell genug reagieren können auf diese garstigen Biester. Hier, geh weg. Geh weg, garstige Spinne. So, und ja, diese tausende Spinnen. Kommen die her? Ach ja, gut, von dem Spawner wahrscheinlich. Ist zumindest anzunehmen, dass die hierher kommen. Aber das war's dann schon, oder wie? Komisch. Naja, wir hauen erstmal alles weg. Ich werde auch, glaube ich, den Spawner zerstören. Der steht mir so ein bisschen im Weg, damit ich noch an das letzte Spinnennetz rankomme. Und außerdem brauche ich den Spawner sowieso nicht. Also von daher. So, eine schöne Spitzhacke. Ratzefatz geht's weg. Ja, und wir hätten sonst auch den Redstone gar nicht entdeckt, der da ist. Aha. Aber leider irgendwie nichts anderes, Naja, schade. Ja, wir können da mal hier hinten gucken. Hier ist ja noch die Lava. Jetzt muss ich nur mal schauen, dass ich. Da ist auch Redstone, okay. Und auf jeden Fall ist, geht's hier rechts noch weiter. Da geht auch die Mine lang. Oh. Mine. Ja, es wurde ja gefragt, so in dem einen Tutorial, Mensch, hey, wo finde ich eigentlich Melonensamen? Ja, also ich hab's nur in, sag schon hier, in so einer Mine gefunden. Da stehen ja manchmal zwischendurch so Truhen rum in diesen Gängen. Und da findet man die denn dann. Eigentlich so ziemlich die einzige Möglichkeit. Na gut, die Sache ist, die Objekte in Spawnern, also bei jedem Spawner stehen ja auch eigentlich immer zwei Kisten drin, ne? Obwohl ich habe es auch schon mal gehabt, dass nur eine Kiste da stand. Ist jetzt aber auch egal. Da kann man auch was finden. Also da gibt es auch die Möglichkeit, weil das ja immer zufallsgeneriert ist mit den Gegenständen dort. Da hat man halt auch dann die Möglichkeit, eventuell etwas zu finden. Jetzt muss ich nur gucken, hier geht's wieder rauf. Ja. Genau, im. Das ist jetzt aber nicht. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich brauche jetzt mal den Originalweg, wo wir herkamen. Genau, von da sind wir gekommen. Wir sind dann hier rechts abgebogen. Ich möchte jetzt aber weiter geradeaus gehen. Genau, weil wir müssen jetzt erstmal den Rest noch erkunden. Auf jeden Fall viel Holz hier. Und warum habe ich hier zugemacht? Das heißt, hier war ich noch. Ja, hier waren wir noch nicht gewesen. Und da unten ist Gold. Warum habe ich das denn noch nicht gefunden? Ja, Zombie meckert schon wieder fleißig rum. Warum auch immer. Verstehe ich zwar nicht, aber. Ganz vorsichtig hier die Lava zu machen. Dass ich mir nicht hier irgendwie den Poppes verbrenne. Und dann geht es mir hier ein bisschen weiter. Ich werde es. Irgendwas ist schon wieder irgendwo runtergefallen. Das gefällt mir nicht. Da ist auch so ein riesiger Lavasee. Eieieiei. Naja, egal. Wir gucken erstmal hier weiter. Diesen Gang. Vielleicht finden wir das ein oder andere. Ja, hier nur Spinnennetze. Ich nehme die trotzdem mit. Also auch wenn wir jetzt wolltechnisch vielleicht nicht mehr so die Probleme haben, aber ja, man weiß ja nie, ne? Von daher passt es schon. So, genau. Vielleicht brauche ich mal irgendwann zwischendurch einen neuen Bogen und dann bin ich vielleicht auch ganz dankbar, wenn ich da einen habe. Hier geht's überall weiter. Also die Mine ist dann auch doch nicht so klein, wie ich am Anfang dachte. Es freut mich natürlich, dass ich da positiv überrascht werde. Das sieht auch komisch aus hier. Ein bisschen seltsam. Aber nun gut. Ja, wir lassen uns das einfach mal so gefallen. Ja, kann man das so sagen? Na, eigentlich nicht. Es gibt jetzt übrigens neue schockierende Gerüchte. Wobei die Sache ist, das ist von einem relativ unbekannten italienischen Spielemagazin ins, ja, ins World Wide Web gesetzt worden, dieses Gerücht. Und zwar, dass, also es ist ja, denke ich mal, ein offenes Geheimnis, dass Microsoft jetzt bei der nächsten Konsole auch auf Blu-ray setzt. Finde ich eigentlich sehr gut, weil dann kann man auch zukünftig die Filmchen darüber schauen. Das finde ich irgendwie ganz schön. Und auch mit dem Datenvolumen ist dann irgendwie besser. Weil bisher, es gab einige Entwickler, wie zum Beispiel bei Forza. Und bei PGR, da hatte man sich so ein bisschen beschwert, dass halt die Daten, also das Datenvolumen, was jetzt nun DVDs bieten, so langsam erschöpft ist. Naja, und da hat man gesagt, es wäre schon schön, wenn da Microsoft zukünftig auf ein
anderes System setzen könnte, was da irgendwie mehr Speicherplatz bietet. Nintendo ist das ganz, also den ganzen Weg ein bisschen anders gegangen. Nintendo hat sich bei der Wii U zum Beispiel ein eigenes Format ausgedacht. Ist natürlich wieder wegen Kopierschutz nicht schlecht, weil gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wie man das dann irgendwie ja raubkopieren kann, mehr oder weniger die ganzen Datenträger. Einziges Problem ist halt bloß, es gibt halt nicht die Möglichkeit, dass man zum Beispiel dann wirklich Blu-Rays guckt, wenn sich Microsoft dann zu einem eigenen Format entschließen sollte. Das ist jetzt aber eigentlich nicht das Schlimme. Das Schlimme ist bei dem Gerücht, das da von den Italienern in die Welt gesetzt wurde, ist, dass Microsoft es nicht schafft, dieses Jahr aus patentrechtlichen Gründen oder Lizenzierungsgründen ein Blu-Ray-Laufwerk in die neue Xbox einzubauen. Das liegt daran, dass wohl Sony wohl noch irgendwie einen Exklusivdeal hat, mit wem auch immer, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die wohl einen relativ exklusiven Deal gemacht, sodass nur die im Moment halt Blu-Ray-Laufwerke da für die Konsole benutzen dürfen. Und das Problem ist jetzt einfach nur, dass es wohl so aussieht, dass Microsoft dann erst ab 2014, weil bis dahin gilt dieser Deal noch, dann Laufwerke dieser Art benutzen darf. Das ist natürlich echt belämmert, muss man ganz einfach so sagen. Denn das würde... Oh, da ist so eine Truhe zum Beispiel, die schnappen wir uns auch noch. Ich muss erstmal nur gucken, dass ich die Lava hier zukriege. So, Lava, verschwinde bitte. Ja, die fließt hier vielleicht und ich höre jede Menge Zombies, was mir natürlich gar nicht gefällt, ist ja klar. So, das müsste jetzt eigentlich langsam aufhören. Ja, genau, das hört auf. Das hier verschwindet auch, sehr schön. Hier haben wir Rune-Lava, die muss weg. Und das hier, und dann müsste jetzt eigentlich gleich alles verschwinden. Weil ich will erstmal die Lava vorsichtshalber weg haben. Die beunruhigt mich dann doch ein bisschen zu sehr. Ihr wisst ja, wie das immer ist, ne? Wenn Lava in der Nähe ist, dann verbrennt man sich und das muss ja nicht sein. So, genau, das verschwindet alles, sehr schön. Ich hoffe, weil ist nämlich die Sache, wenn jetzt irgendein Gegner ankommt, der schubt mich da rein und dann hat's mich erwischt auf einmal. Und dann war's das hier mit unserer Expedition und den ganzen tollen Gegenständen, die ich hier habe. Da habe ich irgendwie noch nicht so die Lust. Oh ja, hier geht's auf jeden Fall noch deutlich, deutlich weiter. Die Mine ist dann doch richtig, richtig groß, sehr schön. So hatte ich mir das ja auch, also so hatte ich das auch in Erinnerung, ne? Also ich wusste doch irgendwie, dass es hier viel Platz bietet, das Ganze. Jetzt wollen wir mal kurz schauen, wie ich das hier mache. Wenn ich das jetzt hier zuhaue. Genau, ja, dann verschwindet das alles. Ich kann hier Licht besetzen. Dass hier nicht spawnt. Und dann schnappen wir uns mal die Truhe, mal schauen, was drin ist. Ja, und hier sehen wir es. Das ist gerade das perfekte Beispiel, ne? Dadurch, dass das alles immer per Zufall generiert ist, was hier drin ist, haben wir jetzt zum Beispiel wirklich Melonensamen drin. Nicht gerade wenig, das reicht. Okay, man braucht ja nur eine Handvoll für den Anfang. Wir haben Kürbissamen drin. Wir haben sogar einen Diamanten drin, was echt selten ist. Wir haben Lapis Lazuli und wir haben Kohle. Also ihr seht, rein theoretisch, naja, es ist jetzt die Sache, findet man eher in Spawner oder... Achso, nee, das ist ja... Wir sind ja hier jetzt in dem Ding. Nee, stimmt. Ich bin jetzt gerade vom Spawner ausgegangen. Entschuldigung. Also, ne? Aber auch hier hätte es jetzt sein können, dass wir gar nichts drin haben. Nichts Entsprechendes. Das hätte uns natürlich auch passieren können. Wir haben ja Glück gehabt jetzt gerade. Jetzt nur die Sache, brauche ich wirklich die Truhe? Na, eigentlich brauche ich den Feuerstein nicht. Das heißt, dann packen wir das beiseite. Weil ich brauche nämlich neue Fackeln. Gucken, 64 Stück machen. Ich glaube, das müsste reichen. Ja, sehr schön. Puh, so langsam kommen wir wieder an die Grenze des Tragbaren, ne? Muss mir da irgendwas einfallen lassen, wie ich das mache. Ansonsten kann ich auch diese Kürbissamen irgendwie mal beiseite packen, denn die brauchen wirklich nicht. Ja, hier, komm, ja, garstiger Zombie. Nicht mit mich. Uiuiui. Was geht hier ab? Garantiert nichts Gutes. Ach du Scheiße. Wieder so eine riesige Höhle entdeckt. Oh oh. Das, eine Spinne. Eine garstige Spinne. Ja, sie stellte sich uns entgegen. Mit ihrem schlechten Atem und ihren klebrigen Fingern. Aber wir haben sie bezwungen. Elendig haben wir sie niedergerungen. Na, hier hinten ist auch noch irgendwas. Ach, ein Skelett. Hier, komm mal her. Komm mal her, Kolle. Komm her, ja, fein. So, ich brauche nämlich deine Pfeile.
Ich habe nämlich kaum noch welche. Und ich glaube, ich werde dann doch mal, was ich jetzt auch im Tutorial gezeigt hatte, diese Hühner-Zerstörungsmaschine basteln, weil ich ja Pfeile brauche. Von daher werde ich dann nicht drum rumkommen, dass ich das mal mache. Aber ist jetzt auch nicht so wild, ne? Und es ist ja auch nicht von Nachteil, wenn wir Pfeile haben. Wir können uns dann Creepy McCreep so ein bisschen auf Distanz halten. Das finde ich vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Dass der Kerl nicht immer uns so auf die Pelle rücken kann. Das nervt mich so ein bisschen, ne? Wenn man, da habe ich gerade von ihm gesprochen. Da taucht er hinter uns auf. Ei, verdammt. Wo kam der denn her? Das Ganze ist da irgendwo runtergefallen. Und dann dachte er sich so, da ist der Ork. Los, schnapp ich ihn mir. Den kleinen, grünen, pelzigen Typen. Und genauso wie der Zombie, der hier auch kuscheln will. Aber das gibt's heute nicht. Nee, Nixer. Mr. Zocker ist heute nicht in Kuschellaune. Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Hier sieht's gefährlich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwas ist... Wo kommen die denn die ganze Zeit her? Warum? Warum tun sie das? Und warum wir? Aber hier ist, hier ist schon was Feines. Hier ist schon mal Wasser. Ich muss erstmal irgendwie was essen. Ich bin gerade ziemlich lediert, sehe ich jetzt erst. Haben die uns doch so viel Schaden beigefügt? Eieieiei, brenzlig. Auf jeden Fall, was ich vorhin mit dem Gerücht da angedeutet habe. Dieses Gerücht sagt halt von wegen, dadurch, dass halt Microsoft das im Moment nicht darf, würde die Konsole dann halt erst 2014 erscheinen. Andererseits ist es so, dass dieser Paul Saget? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Typ heißt, irgendwie so in der Richtung. Der ist immer so die bisher zuverlässigste Quelle gewesen, was Gerüchte von Microsoft angeht. Der Typ, ich weiß gar nicht, wo der seine Quellen her hat. Auf jeden Fall liegt er stets richtig. Das ist voll heftig. Also ich weiß nicht, ob das wirklich dann so ein... Wir sehen das gerade, ne? Dadurch, dass die behutsam hat, scheint es so, dass wir nicht den Redstone abbauen, sondern wir bauen den kompletten Block, so wie er ist, ab. Gut, okay, das heißt natürlich, wir können wesentlich mehr mitmachen. Kann ich jetzt eigentlich einen Redstone-Block machen? Geht es schon? Ah, ist jetzt die Sache, wo findet man denn das dann, wenn es das denn gibt? Was ist das hier eigentlich? Feuerkugel. Wenn wir so eine doofe Feuerkugel haben. Nee, irgendwie nicht. Und hier kann ich auch... warte mal, dann muss es ja hier sein, ne? Oder hier? Eigentlich muss es hier sein. Oder geht das nur an der... da brauche ich 9 Stück für. Da brauche ich eigentlich eine Werkbank dann wahrscheinlich. Verdammte Axt. Jetzt muss ich irgendwas wegwerfen. Was habe ich denn Gammliges dabei? Kies. Nee, hier kommen die... Die 11 Pflaster... Erde. Wir haben da hinten 5 Erde. Nehmen wir lieber die 5 Erde mit. Die können weg, genau. Und dann schnappe ich mir mal hier das hier unten. Das ist natürlich richtig geil, oder? Das heißt, wir können dann wesentlich mehr mitnehmen. Ist das cool. Das habe ich noch nie gehabt. Also, wir sehen hochlevelig Sachen verbessern. Das hat schon was für sich. Auf jeden Fall. Also, wir sehen es auch hier mit der Kohle, ne? Ist jetzt dasselbe Problem. Die können wir jetzt dann auch nicht mitnehmen. Wie mache ich das denn da? Was habe ich denn da Schönes, was ich da wegwerfen kann? Also erstmal kann ich hier die Pflastersteine zusammenpacken. Das geht. Das würde auch schon reichen. Das heißt jetzt allerdings, ich kann dann... Ich kann Kohleblöcke irgendwo hinsetzen. Ist das cool? Und natürlich viel mehr Kohle mitnehmen und halt Redstone und alles. Weil da, wo immer mehrere rausfallen, ist es immer schwierig, dass das Inventar ja schnell voll. Ey, ist das cool. Boah, wie geil. Also ich freue mich gerade sowas von. Und ich glaube, ich werde jetzt nur noch Sachen so verzaubern. Das heißt, Fackeln wegwerfen nebenbei auch, ne? Weil ich so aufgeregt bin. Ey, ist dies geil. Ist dies geil oder ist dies nicht geil? Ja, dies ist geil. Da habe ich hier... das ist jetzt mit dem Eisen natürlich wieder dasselbe Problem. Wie machen wir das denn da? Verdammte Axt. Ich kann noch ein paar Fackeln machen, sehe ich gerade. Genau. Dann ist für das Eisen noch Platz. So. Genau, so schön alles gerettet, bevor es dann in die Lava fällt.
Aber ich sehe sonst hier nichts. Also nichts irgendwie, was diamantmäßig aussieht. Auf jeden Fall höre ich ziemlich viele. Es müsste eigentlich direkt hier in die Richtung sein, ne? Irgendwie schon. Es ist mächtig laut. So, irgendwie gerade. Hier ist Erde. Erde spricht ja wieder für irgendeine Höhle, die sich hier rumtreibt. Hier in der Richtung? Oder über uns? Hm. Ne, irgendwie nicht, ne? Eisen, da oben drüber scheint Wasser zu sein. Da tropft es eben aus der Decke. Wo kommt es denn her? Verdammte Axt. Ich mache mal ein bisschen Licht hier. Ist gerade so duster, ne? Jetzt ist es unter uns? Kann das sein? Ich glaube aber nicht, ehrlich gesagt. Oh, doch, da ist ein Spawner. Spontan einen Spawner gefunden. Kann man doch mal gucken, was da drin ist. Ist das geil. Wie viel Glück wir wieder haben, ne? Ja, und wir können natürlich erstmal die ganze Zeit Gegner verhauen. Ach, das geht gerade nicht. Machen wir das wieder mit dem Trick hinter der Wand. Ja, wodurch wir spontan jetzt Redstone finden. Eieiei. Also das Glück ist uns heute hold. Definitiv. Coole Folge schon mal. So, und da muss ich natürlich den ganzen Stein hier noch mitnehmen, ne? Das ist auch klar. Lass mir hier noch Licht setzen. Lü, muss ja alles fein säuberlich vorbereitet sein. Genau, ihr kommt mal her, ihr da, hier, fleißig und immer drauf. Ich brauche nämlich eure Erfahrungspunkte, das heißt, ich farm die erstmal so ein bisschen. Ja, genau, also warum auch nicht? Na, hier immer. Dass die uns auch treffen, das wundert mich so ein bisschen. Also deren Reichweite scheint auch nicht gerade gering zu sein. Na komm schon, komm ran. Komm's ran, junger Mann, komm's ran, hier kriegen sie was fürs Geld. Ist so schön, dass die ganze Zeit spawnen. Da ist auch eine Truhe. Also unsere Reichweite ist nicht gerade gering, ne? Ja. Also ein paar mehr Gegner wären nicht schlecht. Ich hau mal die Fackel hier weg. Vielleicht ist es dadurch zu hell. Wer weiß. Ne, jetzt spawnt irgendwie nichts mehr. Seltsam. Eigentlich sollte die ganze Zeit was spawnen. Das ist wahrscheinlich, wenn ich reingehe. Ah, hier steht schon mal einer rum. Okay. Der steht da hinten einsam und verlassen. Oh, und da unten ist eine Mine. Das heißt, direkt über der Mine ist wieder so einer. So, Erfahrungspunkte. Dankeschön. Joa, hat sich schon gelohnt. Was haben wir denn hier drinne? Ah, auch so schöne Sachen. Oh, Mann. Ja, ich muss mal gucken. Ich schmeiß, glaube ich, mal das, was wir alles nicht brauchen. Hier zum Beispiel Kies. Obwohl, Kies kann ich rein theoretisch gebrauchen, aber Erde brauche ich nicht. So, Erde kann erstmal runter. Das heißt, dann nehmen wir erstmal nämlich hier das mit. Daraus mache ich jetzt zwei Brote. Ah, nee, kann ich gar nicht. Ich brauche eine Werkbank dafür. Oder? Ja, ich brauche eine Werkbank. Verdammt. Was kann ich denn jetzt noch wegwerfen? Noch mehr Erde. Genau. Erde braucht kein Mensch. Hier ist noch Kakaobohnen. Oh, so selten. Eisenerz, okay. Ah, schwierige Entscheidung, was man jetzt alles. Redstone-Erz, genau, das ist hier der Block. Ja, jetzt ist mit der Kohle natürlich doof. Dadurch, dass wir die jetzt in der Form haben. Die normalen Steine möchte ich eigentlich auch nicht weggeben. Das heißt. Nein, nein, ich habe mein Schwert weggegeben. Ich habe mein Schwert weggegeben. Nein, gib mir mein Schwert wieder. Nein, nein, nein. Nein, ich krieg mein Schwert nie wieder. Och. Halt, warte. Kleinen Moment. Das machen wir anders. Das dauert mir gerade zu lange. Ah, so, sehr schön. Och. Nie wieder darfst du von mir gehen, Schwertchen. Ist ja unerhört hier. Hat sich einfach das Schwertchen verabschiedet. Och. Oder, naja, das heißt, einfach so das Schwertchen verabschiedet. Ich war so trottelig und habe es ja weggeworfen. Oh, ja. Knapp ist das alles gewesen. So, und ich brauche jetzt auf jeden Fall. Ja, die Kakaobohnen würde ich gerne mitnehmen. Einmal finde ich jetzt nicht so wichtig. Den brauchen wir nicht wirklich.
Ja, was haben wir denn eigentlich in der anderen Truhe drin? Das wäre jetzt auch mal noch interessant zu wissen, ne? Okay, noch mehr Fäden. Ja, also ich glaube, Sattel haben wir schon genug. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt welche. Und ich muss jetzt irgendwie, ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Kleinen Moment mal. So, habe ich denn hier irgendwo noch normalen Stein? Nee, im Moment nicht. Das heißt, ich stelle mich mal kurz hier kurz hin und pack mal das hier in die Truhe rein. Ich werde nämlich jetzt hier genau an dieser Stelle werde ich einen kleinen Vorposten einrichten, wenn man das denn mal so nennen darf. So, ich muss jetzt erstmal hier einen Stein davon mitnehmen. Das heißt, hier packe ich jetzt irgendwas wieder rein, was ich jetzt gerade. Ja, genau, machen wir es mal so. Habe ich jetzt den grünen Stein dabei? Ja, sehr schön. Denn hier unten lag noch einer, den würde ich gerne noch mitnehmen. Bevor ich denn jetzt diesen Vorposten da errichte. Boah, hier gibt es reichlich Sachen. Also schöne Ecke, die wir hier gefunden haben. Redstone. Noch eine Truhe da hinten. Ah, ne, ist keine Truhe. Ich dachte gerade schon. Auf jeden Fall, die Mine ist doch extremst riesig. Ich nehme auch den Redstone mit hier. Genau. So, komm her. Oh, wie viel davon wieder? Schön, 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 schön. Und da wir den Rest jetzt nicht mitnehmen können, mache ich das Ganze jetzt erstmal zu. Mach hier, wie gesagt, meinen kleinen Vorposten, der jetzt hier hin soll. Vorher räuber ich natürlich jetzt hier das ganze Zeug raus. Also alles, was hier wichtig ist, nehme ich dieses ganze Ding. Ich habe ja schon zwei Truhen stehen, das heißt, ich brauche jetzt keine Truhen basteln. Und dann versuche ich nämlich von hier aus, mich gerade nach oben zu buddeln, auch wenn es dann höchstwahrscheinlich darauf hinausläuft, dass ich irgendwo. Ja, ich weiß auch noch nicht genau, wo ich da rauskomme wieder. Aber irgendwo werden wir schon rauskommen. Jetzt muss ich mal kurz gucken wegen der Beleuchtung. Das wird nämlich gleich wieder eng, wenn ich die ganzen Fackeln weghaue. Da ringsrum. Ja, es passt erstmal so. Ah, ich sollte natürlich nicht so. So, genau. Und dann gibst du mir erstmal schön diesen roten Stein, den ich. Grünen Stein. Rot. Wie komme ich denn jetzt auf rot? Das ist nicht mal ansatzweise rot. Oh, Ork verwirrt ist. Ja, ganz schön heute. Sehr seltsam. Was ist denn da los? Schlimm, 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 schlimm. Ja. Nee, auf jeden Fall, was ich vorhin meinte, dieser Paul Saget, ne, der immer so gut informiert ist, da bin ich ja irgendwie von abgekommen, nachdem wir hier so allerlei tolle Sachen gefunden haben. Der hat auf jeden Fall erzählt, es gibt keine Lieferschwierigkeiten und die Xbox wird Anfang November diesen Jahres rauskommen für 499 US-Dollar, was dann mehr oder weniger 1 zu 1 in Euro umgerechnet wird. Das heißt, das ganze Ding, der ganze Spaß wird dann, wenn er denn so recht hat, und wie gesagt, bisher lag er immer richtig mit seinen Sachen, wird der ganze Spaß uns dann halt die neue Konsole 500 € kosten. Das ist schon eigentlich normal. Also im Anfang dachte ich im ersten Moment so, boah, ich ganz schön happig, ne? Aber wenn man mal so überlegt, die haben alle am Anfang alle so viel gekostet. Also das ist jetzt nicht so verwunderlich. Gut, ich habe jetzt erstmal hier meinen kleinen Zwischenposten eingerichtet. Ich gucke mal, dass wir dann irgendwie wieder rauskommen. Oh, da oben waren wir anscheinend schon mal. Mal schauen, dass wir hier alles wegbringen und dann auch wieder hierher finden. In diesem Sinne dann, bis morgen, euer Mr. Zogger.